Hattest du schon mal einen Unfall mit einem Fahrschüler bei einer Fahrstunde? Gab es mal Fahrschüler, die du am liebsten niemals in den Straßenverkehr gelassen hättest? Wie ist es dazu gekommen, dass ich YouTube-Videos gemacht habe? Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen, wie nennen wir die Folge? FAQ-Folge? FAQ-Folge. Rubs Antworten. Yes! Das ist Kevin. Kevin schneidet immer die Videos so gut. Hi. Ja. Tja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der ersten Frage. Let's go! Let's go! Hau mal raus, die erste Frage. Ich bin gespannt. Johann Köse fragt, wie viele Fahrstunden hatte dein bester Schüler? Mein bester Fahrschüler war eine Übungsstunde. Und dann 12 Fahrstunden. Also insgesamt 13 halt, weil du musst dem Straßenverkehrsamt und den Leuten ja irgendwie erklären, du hast ja Sonderfahrten, also 5 Überland, 4 Autobahnen und 3 Beleuchtungsfahrten und du kannst ja nicht in der ersten Fahrstunde auf die Autobahn fahren. Das kannst du schon, aber es ist nicht gut. Also von daher haben wir dann so eine Übungsstunde gemacht, damit ich checken kann, wo der steht, was der so macht. Dann habe ich gesehen, okay, ist cool, passt gut. Ja, und dann sind wir halt den Rest alles runtergefahren. Ja. Sehr gut. Und der hat dann sofort bestanden. Der hat dann beim ersten Mal bestanden, der war durch, tschüss. Das sind dann meistens so Kids, wo die Eltern irgendwelche Autohäuser haben oder die irgendwo auf dem Land wohnen und schon seit die 12 Jahre alt sind, Trecker fahren und auch alles andere. So. Die kennen das dann auch schon, ne? Genau. Die nächste Frage ist von M8C. Was Krasser Name. Ja, dachte ich mir auch. Grüße an M8C. Was für ein Auto ist dein Fahrschulauto? Mein Fahrschulauto, mit dem wir die Videos immer machen, ist ein X1. Ja, das machen wir mit dem BMW X1. Okay. Hashtag Schleichwerbung. Ja, werden Sie sich drüber freuen. Die nächste Frage kommt von Timo Hinz. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, YouTube-Videos zu machen? Und wirst du von deinen Fahrschülern drauf angesprochen? Timo, hi. 2 gute Fragen. Ja, also ja, ich werde von Fahrschülern tatsächlich dann darauf angesprochen. Die sagen dann, boah, wäre cool, wenn ich auch mal so eine Folge oder so machen würde. Das passiert schon. Wie ist es dazu gekommen, dass ich YouTube-Videos gemacht habe? Ja, ich habe also Daily Vlogs am Anfang gemacht, ja, weil ich so verschiedene Leute gesehen habe, wo ich gedacht habe, ist cool. Wen also diesen kleinen Jungen, der heißt Hel Moritz. Den fand ich ganz witzig. Und dann habe ich aber auch Gary Vee, Vaynerchuk. Er hat auch sowas gemacht, das fand ich auch ganz geil. Dann habe ich gedacht, vielleicht interessiert das die Leute, vielleicht haben die da Bock drauf. Und dann habe ich erstmal Daily Vlogs gemacht, was mega anstrengend war und auch keine Sau sehen wollte. Also ich muss sagen, ich habe da schon reingeschaut. So, ne? Ja, okay, aber es war... Jeden Tag, das ist... Ja, ich habe halt auch dann, wie ich morgens aufgestanden bin und um 6 Uhr in der Fahrschule gesessen habe und mir einen Kaffee gemacht habe. Und dann, also es war halt auch etwas zäh, so würde ich es mal formulieren. Aber dadurch haben dann immer mehr Leute halt in die Kommentare geschrieben, ey, film doch mal Fahrstunden. Dann habe ich gedacht... Wer zieht sich denn Fahrstundenvideos rein? Das ist ja voll langweilig, das mache ich ja den ganzen Tag. Und auf einmal haben die Leute gesagt, boah, das ist ja cool. Und so hat sich das halt gedreht, ne? Ja, sie lernen ja auch dadurch. Ja, es ist halt ein riesen Mehrwert für die Leute, ne? Und so ist das gekommen. Dann haben zwischendurch ein paar Leute gesagt, ich sehe aus wie Casey irgendwas, ich kann den Namen nicht aussprechen. Irgendwie sowas. Und dann habe ich mal geguckt, der sieht tatsächlich aus wie ich. Der hat so Locken. Wenn deine Sonnenbrille aufsetzt, dann... Ja. Ja, nice. Die zweite Frage von ihm ist, wirst du manchmal von Leuten erkannt und angesprochen, die deine Videos gucken und bist du cool damit, Fotos mit denen zu machen? Ja, beides ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so häufig, dass ich im Lila an der Kasse stehe und die Leute sagen, ey Rob, komm mal her. Aber es passiert schon 1-2 Mal. Das ist halt witzig, ja. Das glaube ich, das ist bestimmt cool. Gab es mal Fahrschüler, die du am liebsten niemals in den Straßenverkehr gelassen hättest? Das ist ja eine moralisch schwierige Frage auch, denn ich bin ja auch sowas wie so ein Motivator. Ne? Also ich sage ja immer, komm schon, glaub an dich. Es gab Fahrschüler, wo ich gemerkt habe, die treffen extrem irrationale Entscheidungen. Das lag dann wahrscheinlich auch daran, dass die nicht mal Fahrrad fahren konnten. Ach. Ja, ich konnte das auch nicht glauben, aber es gibt tatsächlich viele, die nicht Fahrrad fahren können. Wusste ich auch nicht. Ich habe mich halt nur gefragt, warum die nach der 10. oder 20. Stunde immer noch, wenn die bremsen, immer noch so bremsen, ne? Dann habe ich irgendwie gesagt, sag mal, was machst du denn sonst so? Kannst du irgendwie Skateboard fahren oder? Und da habe ich gemerkt, das ist schwierig. Aber selbst die haben am Ende irgendwie einen Schein gekriegt und das hat geklappt. Also bis jetzt, alle, die einen Schein bekommen haben, würde ich auch sagen, passt. Echt? Ja. Also nicht ein einziger, wo du denkst, so, ah. Nee, ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, was mich zwingt, ja keiner Fahrschule zu machen. Und wenn ich jemanden hätte, wo ich denken würde, ey, du, besser kein Führerschein, dann würde ich es auch lassen. Also dann würde ich sagen, vielleicht andere Fahrschule, sind wir die Falschen oder... Okay. Irgendwie sowas. Wenigstens ehrlich dann, ne? Ja. Also, ne? Wird das sonst nicht durchziehen. Gut, die nächste Frage kommt von Julia 01 09 01.
Julia. War deine kürzeste bestandene Prüfung? Bestanden? Oh, die Frage kommt tatsächlich manchmal von ein paar Fahrschülern. Und es ist in 10 Jahren erst einmal vorgekommen, dass ein Prüfer pensioniert wurde. Und ich hatte auf einem Freitag Prüfung und das war sein letzter Arbeitstag. Und dann sind wir praktisch nur von der Fahrschule, ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell sagen darf, zum TÜV-Lokal gefahren und dann war Ende. Also es waren 10 Minuten, 11 Minuten. Wahrscheinlich musst du gar nichts machen. Wirst du nicht parken, nicht umkehren. Hinterfragt das dann ja auch nicht als Fahrlehrer. Ich sag dann ja auch nicht, sind Sie sich sicher, dass Sie ihm wirklich den Führerschein geben wollen? Ich denke dann, ja, safe. Geile Nummer. Ne? Aber das ist tatsächlich erst einmal passiert und das waren, ja, keine Ahnung, 10 Minuten, vielleicht 11, 12, aber länger nicht. Wahnsinn. Ja, ja. Die nächste Frage kommt von EinTürk52. EinTürk. Wie viele Fahrstunden sind deiner Meinung nach normal, beziehungsweise sind durchschnittlich? Hast du Tipps, wie man am besten Ruhe bewahrt in Stresssituationen? Erste Frage, durchschnittlich würde ich sagen 30 Fahrstunden plus minus 5. Manche sind 35, manche sind 25, aber so irgendwo dazwischen bewegt sich so ein Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob die Leute dafür offen sind, aber Yoga und Meditation hilft tatsächlich. Gut, die meisten geführten Meditationen auf YouTube sind eher jetzt nicht so super. Es gibt halt Meditationen und so Yoga-Techniken, die halt dir helfen, runterzukommen. Der Grund ist ja, dein Organismus und dein Körper rappelt ja, du willst ja los und weg und was machen und Prüfungen. Dafür gibt es Gründe und man hat halt Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Davon sind halt Atemtechniken, Yoga und Meditation so das Beste. Schnaps und Gras soll aufhelfen, kann ich sonst nichts zu sagen, weiß ich nicht. Also würde ich es nicht empfehlen? Ganz klar eine Nicht-Empfehlung. Okay. Wobei ich hatte mal eine Fahrstellerin, die hat vor der Prüfung sich 2 Pinchen rein, also ist jetzt, wir sind unter uns, ja, sich 2 Pinchen getrunken und hat dann Prüfung gefahren und die war safe. Lena, werde ich nie vergessen. Props gehen raus an Lena. Ja, und die hat auch beim ersten Mal bestanden, die war ganz safe und sie so, hey Rob, ich habe 2 Schnaps getrunken. Crazy. Ja, also ist keine klare Empfehlung. Aber so kann es gehen. Ja. Die nächste Frage kommt von XXX The Hunter XXX. Ah. Wurde schon mal eine Fahrprüfung aufgrund des Wetters abgesagt bzw. abgebrochen? Ja, Schnee. Ich habe tatsächlich schon mal Fahrprüfung gemacht, da war so hoch Schnee auf der Straße und wir wollten losfahren und du hast ja auch halt so ein paar Übungen wie eine Gefahrbremsung, parken, umkehren. Wir wollten losfahren, obwohl wir halt Winterreifen haben, rutscht das Auto weg, dreht durch, also es war halt gefrorene Schneedick, alles, es ging nicht. Wir haben nach 2 Minuten gesagt, wir brauchen gar nicht weiterfahren, geht leider nicht, abgebrochen, schon passiert. Mehrmals jetzt schon? Einmal. Okay. Die nächste Frage kommt von RBN. RBN. Würdest du den Fahrlehrerjob noch empfehlen oder was denkst du, wie er sich in Zukunft verändern könnte? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde den Fahrlehrerjob empfehlen, wenn du ein cooler Typ bist oder eine coole Typin. Wenn du Bock hast, mit jungen Menschen abzuhängen, wenn du frisch bist, dann würde ich den Job empfehlen. Wenn du einen Job suchst, wo du deine Ruhe hast und dich hinterm Schreibtisch oder einem Bleistift verstecken willst, ist der Job nicht so geeignet, dann würde ich ihn auf gar keinen Fall empfehlen. Auch wenn du ein ruhiger Charakter bist, also wenn du nicht gerne mit Menschen sprichst, auch nicht offen bist, würde ich es lassen. Ansonsten würde ich den Job empfehlen. Ich finde das gut. Es hält frisch. Was denke ich, wie er sich in Zukunft verändern könnte? Also ich glaube, dadurch, dass wir ja auch schon mal mit dem Tesla und so zu so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Treffen eingeladen wurden, wo dann die ganzen Fahrlehrer Superatzen da sitzen und dann die alle tolle Ideen haben. Und die haben dann auch über solche Sachen geredet. Ich glaube, dass es in ferner Zukunft nur noch größere Fahrschulen geben wird, weil die Kleinen einfach da wenig Chancen haben, auch bei der Technik, die so langsam auf uns zurollt, Schritt zu halten. Es könnte so laufen irgendwann vielleicht wie bei Piloten, für schon eine fernere Zukunft, sodass man in Simulatoren lernt, dass man so mit VR-Brillen da sitzt und dann schon mal so Einbahnstraßensachen übt, Blickbeobachtung, danach nur noch man ins Auto kommt und dann einmal überwacht wird praktisch. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Wir haben zum Beispiel auch einen Fahrschulsimulator, da ist ein Fahrlehrer auf dem Kopf und eine Kamera vorne und die guckt, ob du Schulterblicke machst und so weiter und der kommentiert ja auch die ganze Zeit. Und ich glaube, dass in 10, 20 Jahren da die Technik halt in diese Richtung immer krasser und immer weiter geht. So glaube ich, dass der Job sich in Zukunft entwickelt. Denke ich auch. Ja. Alles mit der ganzen neuen Technik dann. Ja, also gerade auch, guck mal, wir haben ja den Tesla dann auch gehabt und mit dem Autopiloten und Spur halten und wie das alles läuft. Wer ist dann dafür verantwortlich und solche Sachen. Fahren halt, ne? Ohne Lenkrad. Ja, ja. Bewegen, das ist ja, Wahnsinn, ne? Ja. Wofür braucht man dann noch einen Führerschein? Ja, ist so. Ich glaube, wir haben so einen Bild-Zeitungsartikel irgendwo gehabt, da hinten da. Diese Fahrstunde ist freihändig, ja. Die nächste Frage kommt von Erol Gamer Weiß. Erol!
Wie viele Fahrstunden muss man machen und wie lange dauert das alles insgesamt? Also das 12 Pflichtstunden, 5 Überland, 4 Autobahn, 3 Nacht. Den Antrag so dauert hier in NRW zu beantragen für den Führerschein ca. 4 bis 6 Wochen. Wenn du richtig reinhaust und eine Fahrschule findest, wie wir zum Beispiel die Theorie halt in 7 Werktagen anbieten, dann hast du die Möglichkeit, wenn du dich rechtzeitig anmeldest und schnell alles durchziehst, dass du so in 1 bis 2 Monaten locker fertig bist. Kann ich auch Werbung für die Fischer Academy machen? Ja, mit denen bin ich auch ganz gut befreundet. Grüße gehen raus. Die machen das in 7 Werktagen. Geht, ist zwar richtig harter Stoff, aber geht. Oh. Also anstrengend. Anstrengend, genau. Die nächste Frage kommt von Sonic99. Sonic. Warst du im Kinofilm? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ist gut? Nein, war ich auch nicht. Okay, okay. Was waren die meisten Fahrstunden, die ein Fahrschüler je bei dir hatte? 110. Ja, da musst du auch echt buddhistisch veranlagt sein. So, ab irgendeinem Punkt kippt halt das Gefühl, wo du auch selber Motivation hast, ins Auto zu steigen und zu sagen, heute erkläre ich es ihm nochmal. Heute erkläre ich es nochmal. Und heute erkläre ich es nochmal. Und wenn er nach der 70. oder 80. Stunde vergessen hat, wie der Rückwärtsgang reingeht, erkläre ich es halt heute nochmal. Das hat echt Energie gefressen. Also ich habe früher immer naiverweise gedacht, boah geil, wenn ein Fahrschüler so viele Stunden macht, verdient es ja voll viel Geld. Nein, das ist nicht so. Das ist dann auch nicht mehr das Geld wert. Du freust dich halt über Leute, die reinkommen, die das verstehen, die das schnell machen, machen Autobahn, ein bisschen parken, ein bisschen hier, ein bisschen da und sind dann fertig, safe, erste Prüfung bestanden, tschüss, das ist geil. Aber 110 Fahrstunden, das war schon eine Hausnummer. Aber am Ende bestanden, also auch gut, ja. Hat er schon mit Simulator auch gearbeitet, oder? Ja, zwischendurch mussten wir das machen, weil sonst wäre ich gar nicht vorwärts gekommen. Die nächste Frage kommt von Kochstar. Kochstar. Wie war es denn eigentlich am ersten Tag als Fahrlehrer? Warst du nervös? Ja, guck mal, ich kann mich tatsächlich sogar noch daran erinnern, weil ich bin mit 23 Fahrlehrer geworden. Persönlichkeitstechnisch würde ich sagen, eine Vollkatastrophe. Mir war alles egal. Dementsprechend, ich habe meinen Fahrlehrerschein gehabt, ich habe bestanden, habe mich in die Karre gesetzt und habe gesagt, ja, dann mach mal. Habe mich der Fahrschüler angeguckt und gesagt, können wir auch Autobahn fahren? Ich habe gesagt, ja klar, fahr da drauf. Dann sind wir auf der Autobahn gefahren. Das kann ich auch 180 fahren, so, mach doch. Er hat 180 gefahren, so, boah, ist das krass. Und ich saß da so auf meinem Fahrersitz und dachte so, boah, ist das krass. Ja, das war so mein erster Tag. An den kann ich mich auch noch genau erinnern, an Christian. Ja. An die anderen danach bin ich, glaube ich, so ein bisschen reingekommen. Das Gefühl so langsam abgeflacht. Aber an den ersten Tag kann ich mich auch erinnern. Ich hatte auch solche Schweißränder danach, weil ich war fertig. Die ganze Zeit wolltest du abbremsen wahrscheinlich, oder? Eigentlich habe ich mir die Frage gestellt, wie machst du das denn jetzt? Sagst du ihm das? Nicht daher fühlt er sich persönlich angegriffen, ist beleidigt. Oder bremst du jetzt? Oder so, solche Sachen sind mir halt durch den Kopf gegangen am Anfang. Ne? Die nächste Frage kommt von Tabea S. Tabea! Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Fahrschülern? Ja, klar, ein paar. Das ist ja eine kleine Stadt hier, 100.000 Einwohner. Und wenn du das 10 Jahre lang machst, kennst du halt sau viele. Die triffst du dann am 1. Mai. Per WhatsApp schreiben wir manchmal noch welche. Okay. Auch manchmal, wenn sie voll sind, am Wochenende, hey, Rob, was geht? Ja, cool. Die nächste Frage kommt von Emilia. Emilia. Cooler Name. Ja, ne? Hattest du schon mal einen Unfall mit einem Fahrschüler bei einer Fahrstunde? Ja, mit Leonie. Da standen wir an der Ampel und hab da in den Rückspiegel geguckt, weil während wir so auch stehen, beobachte ich halt immer so. Und dann habe ich gesehen, dass von hinten einer angeballert kam, der nicht gecheckt hat, dass wir an der roten Ampel stehen. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, lehn dich mal kurz zurück. Hat sie gesagt, wieso? Halt dich gut fest. Und dann sagt sie nochmal, wieso? Ich sag, mach! Dann hat sie sich so hingesetzt und in dem Moment ist er dann halt hinten drauf gescheppert und wir sind so bam, 2-3 Meter nach vorne geschossen. Ja, war natürlich für sie ein bisschen, also sie war halt, weil es ihre erste Fahrstunde, also nicht erste Fahrstunde war, aber ihr erster Unfall gleichzeitig und so. Aber ich habe ihr das safe erklärt, wir waren halt nicht schuld, wir sind dann rübergefahren, kamen halt die Sheriffs, haben das ganz locker abgefrühstückt. Okay, wir waren noch nicht schuld, also das ist noch nicht passiert. Dann ist ja gut. Toi, toi, toi. Bis jetzt. Ja, ich fahre. Hey. So, die nächste Frage kommt von Jesse. Jesse. Hab bald meine praktische Prüfung und Daumen bin drin. Bei Prüfungen immer sehr nervös. Okay. Hast du Tipps? Ja, Tipps, also die gleichen, wie ich vorher auch schon mal gesagt habe, ne? Yoga, meditieren, sich Atemtechniken reinziehen, weil ich kann es ja ganz kurz anreißen, also du hast halt so einen präfrontalen Kortex, das ist so ein Reptiliengehirn-Ding und unter Stress hat das Ding nur noch 3 Funktionen, zuschlagen, weglaufen oder in Ohnmacht fallen. Du kommst im Auto aber mit gar nichts davon klar, also du kannst nicht wegrennen, du kannst auch niemand, also kannst den Prüfer auch nicht vermöbeln und Ohnmacht fallen ist halt auch schlecht. Also sitzt du da auf dem Stuhl und das Einzige, was dein Hirn macht, ist... Und wenn einer sagen würde, jetzt, dann würdest du entweder rausrennen oder zuschlagen oder oh. So, und durch diese Atemtechniken lernst du halt diesen Organismus wieder zu beruhigen und du kannst langsam wieder anfangen zu denken. Es funktioniert aber hauptsächlich durch Steuerung der Gedanken und durch Atemtechniken. Solange du das nicht im Griff hast, sitzt du da einfach nur. Was sagst
du da zu Dextro Energy, Traubenzucker? Dein Organismus ist ja schon auf Hochleistung. Wenn du jetzt noch Traubenzucker oder irgendwas, der explodiert ja. Der Grund, warum du so nervös bist oder diese Panik hast, ist ja, weil dein ganzer Körper schon die ganze Zeit feuert und sagt, wir müssen jetzt gleich irgendwas machen. Wir müssen auf jeden Fall wegrennen, zuschlagen oder uns totstellen. Und da pumpt der ja schon so viel Adrenalin durch, dass du gar nicht mit Dextro Energien oder Red Bull, du musst ja eher schauen, dass du es runterfährst. Und da bringen so Sachen wie Lavendelölkapseln oder sowas eher was. Oder Kamillentee wahrscheinlich. Als Dextro Energy. Das brauchst du in dieser Phase nicht. Nein. Wenn du kein Fahrlehrer geworden wärst, was hättest du da stattdessen gemacht? Beziehungsweise, was hast du davor gearbeitet? Habt ihr Tipps zum Thema seitlich einparken? Habe ich Tipps? Ja klar. Ich fahr darüber und ich so, komm ein Auto. Und er so, fahr, wenn ich das sage. Und ich so, Und er so,